Aldemar HD. Toll. Bericht des Captains. 4. Februar 2531. 5 Jahre. 5 lange Jahre. So lange hat es gedauert, Harvest zurückzuerobern. Go, go, go! Zuerst lief alles nach Plan, aber dann folgte Rückschlag auf Rückschlag. Verlust auf Verlust. Was nach einem schnellen und entscheidenden Sieg aussah, stellte sich als 5 Jahre in der Hölle heraus. Und genau das ist Harvest heute. Die reinste Hölle. Aber jetzt gehört es wieder uns. Serena, Status. Standardorbit erreicht. Alle Systeme normal. Portstarts vorbereiten. Waffensysteme online. Erwarten Sie Ärger, Captain? Harvest gehört wieder uns, aber ich denke nicht, dass die Allianz das auch so sieht. Sergeant Forge, ich höre. Ziemlich viele böse Typen hier, Captain. Und sie haben etwas im Eis entdeckt. Verdammt, das erschwert die Mission. Anders, was haben Sie? Captain, Scans der nördlichen Polarregion zeigen Allianzaktivitäten an der Oberfläche. Da unten ist eine Art Bauwerk. Was glauben Sie, wonach Sie suchen? Das werden wir bald herausfinden. Wir machen die Alpha-Basis wieder flott und übernehmen die Kontrolle über diese Stelle. Ich mache mich bereit, Captain. Sie werden auf keinen Fall mit dem ersten Schiff runterkommen, Lady. Sergeant Forge, Rückzug zur Alpha-Basis. Ich schicke Ihnen Verstärkung. Verstanden. Forge, Ende. Also, nichts allzu Schwieriges? Das könnte der Schlüssel zu unserem Sieg sein, Serena. Es ist das Risiko wert. Captain, Alpha ist hinüber. Kann mich nirgendwohin zurückziehen. Schlage vor, Sie warten mit der Verstärkung. Das lassen wir uns nicht gefallen, Sergeant. Serena, Statusbericht. Sir, viele Truppen ziehen sich von der Alpha-Basis zurück. Wenn Sergeant Forge sie neu organisiert, können wir die Basis vielleicht zurückerobern. Verstanden. Wir sammeln alle Überlebenden und holen uns Alpha zurück. Ja, hey Leute, hier ist Aldemar mit Halo Wars, die definitive Version. Mein erstes Halo-Game auf diesem Kanal. Dabei bin ich eigentlich ein großer Halo-Fan. Und, erster Titel hier. Bald wird es ganz viel Halo hier geben. Ich habe auf der Xbox viel gespielt, aber halt nie Let's Plays. Aber auch nur die Haupttitel. Niemals Halo Spartan oder... Spartan! Spartan oder, Halo Wars. Wir waren die Ersten, Sir. Jawohl, wir sind die Ersten. Oh, geil, mit dem Vortex hier rumeiern. Folgt mir alle. Wir holen uns jetzt Alpha zurück. Okay, wir holen uns Alpha zurück. Ah, geil. Es erinnert mich an die ersten Reviews oder keine ersten Playtests bei Gamester oder so, daran kann ich mich nur erinnern. Das sind die besten. Die Gnome. Sie fliegen immer so schön weg und schreien, wenn sie fliehen. Zieh los. Zieh los. Ah, Warthogs.
Wir können ja auch umfahren. Aber wir haben hier diesen... Oh shit. Oh, Kacke. Der hat's fast erwischt. Das gibt's doch nicht. Okay, los geht's. Guck, er hat diesen Rambock. Hier. So. Achso, muss schon. R. Was heißt das denn, R? Ach, das ist das wohl. Also umfahren? Okay. Oh, guck mal, jetzt haben sie noch mehr Warthogs. Ziehen los, ziehen los. Das ist schon mal sehr cool. Hat der das erwischt? Ziehen los. Schnell, Feuer. Ah ja, doch. Jetzt hat's funktioniert. Ach, guck mal, das sind die kleinen Arschgeigen hier. Vergessen, wie sie heißen. Immer die Schilder haben. Oh, sehr cool. Boah, das Halo-Feeling kommt hoch. Die Master Chief Edition steht kurz vorm Release. Halo Reach auf dem PC. Also, wer das viel später guckt, vielleicht ist das schon alles released. Und ich bin schon fleißig am Zocken. Hallo! Willkommen in der Vergangenheit. Oh, sehr schön. Ah, Panzerchen, aber haben wir leider nicht. Noch nicht. Hier, Tango 3-3. Stehen unter schwerem Beschuss. Das Geschütz macht uns fertig. Keine Angst, die Kavallerie ist hier. Einfach gerammt. Wir bringen sie da durch. Sehr schön. Jetzt haben wir auch, können wir ein bisschen lauter machen. Ich habe ein bisschen leise gemacht. Just in case. Ist immer besser so. Gerade weil die Filmsequenzen sehr laut waren. Habe ich gedacht, ah, okay, dann müssen wir vielleicht mal Soundeffekte. Machen wir mal so. Sprachchat ist scheißegal. Ziehen los. Es hat auch einen schönen Kompressor drin. Wenn einer spricht, dann hört man den auch reden. So wie das bei Spielen sein sollte heutzutage. Ja. Sie wollen uns nicht in unsere eigene Basis lassen. Ziehen los. Wart auf Befehle. Genau, voneinander lösen hier. Warthogs kommen nicht durch. Dafür aber Fußsoldaten. Schalten Sie das Ding aus, dann kommen wir. Ja, Sir. Ach, cool. Es ist exakt wie die anderen Games. Schön, dass sie alles darauf geachtet haben. Okay, das ist der Schildgenerator. Ach, dann müssen wir, glaube ich, mit R-Granaten drauf werfen. Ja. Angriff! Los geht's, Gentlemen! Feuer eröffnen! Los. Erwarte Befehle. Komm, wir nehmen die Stellung ein. Okay, alles klar. Oh, da sind überall Panzer. Da sind auch Panzer. Oh, ich wollte gerade sagen, hat nicht viel gebracht, hä? Fahrt sie um, los! Komm, wir holen die Infanterie. Hey, ist ein Gnomen angeflogen. Wie cool ist das denn? Unser Anführer ist, glaube ich, der Beste. Oh Mist, die werfen auch über Granaten. Die Arschlöcher. Die irgendwo noch Schütze nähen, ne? Da ist nur einer. Ist gut, dass ich dich weiter wegzoomen kann, sonst würde ich die ganze Zeit von weit weg kommandieren. Oh, guck mal, ja, der Warthog hat doch richtig Beschädigung. Da fehlen ihm ein paar Teile. So viel Spaß hatten wir die ganze Woche nicht. Musik kann ich aber einen Ticken leiser machen, oder? Ah ne, warte, ist Halo-Musik. Spirit of Fire, Forge hier. Gebiet gesichert. Situation normal. Befehle? Die Alpha-Basis gehört wieder uns. Sergeant Forge, vielleicht sollten Sie sich hier umsehen. Sergeant. Okay, Alpha-Basis gesichert. Das war schon die erste Mission. Okay, fortfahren. Ich werde noch einen letzten Blick drauf werfen. Die
Leichen werden ungeduldig. Wir können nicht länger warten. Und wenn die Infektion das Relikt befällt? Dein Leben interessiert mich nicht. Öffne das Relikt. Sieh an, sieh an. Sesam, öffne dich. Das ist aber nicht, Die sind auch sonst nicht so hässlich. Wie kommt es, dass Sie Ihr Labor auf meinem Panoramadeck aufgeschlagen haben, Professor? Mir gefällt die Aussicht. Sie verleiht meiner Arbeit eine gewisse Perspektive. Forge meint, es ist unten noch nicht sicher genug für Sie. Und er kann sehr stur sein. Oh, ich kann auch sehr stur sein, Captain. Und ich kann auf mich aufpassen. Wissen Sie, womit wir es da unten zu tun haben? Ich habe nur Theorien. Ich werde mehr wissen, sobald ich dort bin. Ich genehmige die Mission, aber bei der kleinsten Gefahr ziehe ich sie ab. Haben Sie das verstanden? Verstanden, Captain. Mirage, die Menschen kommen immer näher und werden bald hier sein. Unerheblich. Eure Informationen sind indes reizvoll. Allerdings müssen wir schützen, was wir hier entdeckt haben. Bringt die Sprengladungen an und zerstört hier alles. Das heilige Relikt zerstören, ihr beliebt zu scherzen. Die Reise verlangt Opfer. Bringt die Sprengladungen an und kommt zurück. Unsere Geduld ist nicht unendlich. Wie ihr befehlt. Haben wir schon immer so Riesenzähne gehabt, das ist mir nie aufgefallen. Ist das der Typ, den man noch spielt? Wir müssen die Alpha-Basis wiederherstellen, bevor wir die Mission fortsetzen. Captain, die Energieversorgung der Basis ist offline. Wenn wir sie reparieren, wird die Abriegelung aufgehoben und die Türen werden sich öffnen. Wow, schöne Liebe zum Detail. Projektion für neuen Basisstandort bereit. Entschuldigung. Okay, jetzt können wir bauen. So, Basis, bla bla. Oh, cool, jetzt bin ich gespannt. Können ruhig mal, wir machen jetzt mal maximal. Ich meine, ich habe eben so rumgezögert bei dem Audio, aber jetzt können wir ruhig hier mal schön Maximum. Okay, hier ist unser Dingens. Oh, jetzt wird hier, achso, jetzt baut sich auf zwei Teilen. Und es schweißt sich das zusammen. Die Basis ist wieder einsatzbereit. Wir brauchen aber noch Versorgungsmodule für Materialien. Auf geht's. Können wir das hier irgendwie einsammeln? Ach, die sammeln die ein, tatsächlich? Da sind noch mehr. Wart auf Befehle. Auf geht's. Bewege den Cursor bei hierhin. Achso. Und jetzt bauen wir Versorgungsmodul. Oh, cool. Ah, ja, sowas ist cool, da stehe ich. Dann. Das Kommandozentrum ist online, aber ich kann erst dann Marines anfordern, wenn wir eine Kaserne haben. Dann bauen wir eine Kaserne, ist egal wohin, ja? Ah, und das macht der? Fliegt jetzt rum und versorgt uns? Achso, bringt Zeug runter. Dann bauen wir mal die Kaserne. Auf geht's. Kann losgehen. Können wir die auch absetzen lassen? Aber warum sollten wir das tun wollen? Kaserne vollständig. Wir brauchen eine größere militärische Präsenz am Boden. Kann ich irgendwie... Marines können loslegen. Verhalten aus dem... keine Ahnung. Da kommen sie raus, sehr schön. Auf geht's. Auf geht's. Marines melden sich zum Dienst. Achso, wir sollen insgesamt fünf besitzen oder fünf bauen. Auf geht's. Kann ich denen auch sagen, folgt dem War Talk? Auf geht's. Ziehen los. Ziehen los. Ziehen los. Das irgendwie mit anderen Tasten? Aber ich kann die Kamera drehen, das ist gut. Auch vielleicht. Oh, ich kann auch so wegzoomen. Oh, das ist aber nicht so gut. Ich kann aber auch näher ranzoomen, das ist auch gut. Okay. Man merkt, dass das auch für die Konsole optimiert wurde, ne? Ist auch für die Konsole hauptsächlich rausgekommen. Auf geht's. Auf geht's.
Errichten Sie neue Gebäude und Erweiterungen, wann immer es geht. Auf geht's. Roger, Roger. Abregelung deaktiviert. Fronttor öffnet sich. Wir bauen noch so ein Ressourcenmodul. Ich habe markiert, wo Sergeant Forge das Bauwerk gefunden hat. Roger. So, das ist der Sammelpunkt. Ich kann ihn jetzt endlich neu setzen. Vollständig. So, jetzt haben wir zwei Versorgungsmodule. Wollen wir nochmal... Ich weiß nicht, ob ich ein Kraftwerk brauche. Wo steht denn unser Strom? Das steht 0. Komm, wir bauen einfach 1. Unsere Reaktoren liefern benötigte für was? Okay, dann lass mir das mal stehen. Wir brauchen für... Dafür brauchen wir... Elektrizität. Da ist es. Wunderschön. Und was ist denn das hier? Vollständig. Geschütztürme. Auch geil. Okay, dann bauen wir mal... Okay, brauchen zwei. Zwei! Brauchen wir zwei dafür? Insgesamt, oder? Ist natürlich dann blöd. Ich höre jede Menge Allianzfunk in der Nähe. Sie scheinen Abwehranlagen zu errichten. UNSC! Kann losgehen! Wir gehen rein! Denkt an eure Ausbildung! Wir gehen rein! Ziehen los! Da ist ein Geschütz. Kein Problem. Entdeckung in die abgeschossenen Pelicans! Entdeckung in die abgeschossenen Pelicans? Ach so. Auf geht's. Oh, ich kann in Deckung gehen. Nee, wie cool ist das denn bitte? Hab ihn erwischt. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Also geh auf. Das ist ja mal richtig cool. Warte auf Befehle. Kümmern uns. Auf geht's. Auf geht's. Kann losgehen. Das ist ziemlich cool. Also, echt. Granaten auf zwei Seiten. Räuchert sie aus. Granate geladen. Das ist extrem cool. Okay, pass auf. Da müssen wir ein Versorgungsding abbauen. Dann warten wir darauf. Und dann gucken wir, ob ich das upgraden kann, ohne dass wir so einen Punkt verlieren. Okay, die haben wir. Kann ich damit irgendwas machen? Reaktor vollständig. Ah, sehr schön. Wir können den Fahrstuhl benutzen. Sollen wir die da stehen lassen als Space-Verteidigung? Das wäre doch ganz cool, oder? Pass auf, dann lassen wir die mal da. Aha. Grenadier oder Warthog? Wir nehmen mal einen Grenadier mit. Aber das ist das ganze Ding, richtig? Doch. Lass mal gucken. Festung. Erweitert ihr was zu einer Festung? Ich mal das ausprobieren erstmal. Warum kann ich den jetzt außerdem bauen? Ich konnte ihn doch vorher nicht bauen. Oder wird der Grenadier auf mein Fahrzeug gesetzt? Aufgerüstet. Entschuldigung. Warte auf Befehle. Wir lassen ihn hier stehen, das ist eine gute Verteidigung. Wir sammeln mal die Sachen ein. Kann losgehen. Zieh los. Gucken, ob die das auch können. Denn, 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 denn. Das ist, glaube ich, zur Verbesserung der Angriffsstärke wird man genannt. Das sieht aus wie die Forschung, oder? Fahrzeugdepot vollständig. Aha. Oh, Panzerchen. Grenadier. Das sind Upgrades. Deflektorenpanzer und Cobra. Das sind jetzt neue Fahrzeuge. Ah ja, geht doch auf Warteschlange. Okay, machen wir nur einen. Und danach machen wir fleißig... Oh, die können jetzt auch Frischfleisch. Statt einen Trupp mit zusätzlicher Marine aus. Blendgranaten, Flammenwerfer. Mehr Ressourcen benötigt. Ah, okay, wird direkt gebaut. Gut, dann. Kann losgehen. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Scorpion, jetzt kampfbereit. Kann losgehen. Schnell. Können wir den wegrammen? Auf geht's. Scorpion ist kampfbereit. Oh, sehr schön. Dann auf zum. Oh, cool. Guck mal, wie der aussieht. Wunderschön. Was haben die denn da für eine Lackierung? Das habe ich angeschalten. Haben die jetzt alle verschiedene Fahrzeuglackierungen? Flammen an den Seiten? Ja, warum nicht? Kann man ruhig machen. Ich habe den Kontakt zu einigen Warthogs verloren. Könnten Sie nach ihnen Ausschau halten? Kann ich das einsammeln? Nee, das gibt, ne? Warthogs. Okay. Oh yeah. Auch schon ein paar Soldaten hier, die das alles einsammeln. Ziehen los. Kein Problem. Marines melden sich zum Dienst. Ziehen los. Ziehen los. Guck mal, jetzt halten sie nicht zusammen die Geschwindigkeit wie
in der ersten Mission. Entschuldigung. Kein Problem. Ziehen los. Kein Problem. Ja, gut, dass wir die da oben überall hingesetzt haben. Mach die mal weg. Feindlicher Angriff. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Soldaten. Auf geht's. Machen wir mal das hier jetzt. Das ging jetzt nicht. Doch, ist schon erweitert, ne? Machen wir es mal zur Festung. Und, mehr Ressourcen benötigt. Na gut. Und dann sparen wir noch mal ein bisschen, damit wir die Bazooka mal upgraden. Auf geht's! Festungserweiterung vollständig. Auf geht's! Okay. Ziehen los! Ziehen los! Sollen zwei Sachen kein finden, Problem. Dann gucken wir gleich mal. Kann losgehen! Das ist ein Teleporter, ne? Na, sieh mal einer an! Die Allianz hat sich eine kleine Basis errichtet! Dann machen wir die mal weg! Unser Primärziel ist das Erreichen dieses Bauwerks. Die Basis zu zerstören hat sekundäre Priorität. Dann machen wir die mal kaputt. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Kein Problem. Wenn auch sowas wie Tutorial hier. Auf geht's. Auf geht's. Wart auf Befehle. Wart auf Befehle. Also mir fehlen so ein paar Hotkeys. Ich muss jetzt mal gucken, was die sind. Ich sehe hier nämlich kein Overlay wirklich. Machen wir erstmal Unfug hier. Aber wir haben ja noch mehr Sachen, ne? Wir haben noch zwei. Pass auf. Wir haben zwei Strom. Also machen wir erstmal noch so ein Dingens. Jetzt haben wir das geupgradet. Ich will mehr Soldaten. Infanterie lieber hoch. So. Das ist super mit den Deckungen. Ist halt schade, dass man immer hinter oh nein, unser Auto! Ah, das gleich hinüber. Sehr schön. Die Basis gefällt mir ziemlich gut. Gefällt mir. Mit dem zweiten Generator lassen wir erstmal. Oder dritten. Machen hier mal ein Geschütz hin. Und hier auch. Oder nicht. Jetzt haben wir das wieder aufgebraucht. Oh, ist das cool. Gefällt mir. Sehr schöner Style. Gefällt mir ziemlich gut. Meine Güte. Warum habe ich das nie gespielt? Oh yeah! Genau so. Cool. Schade, dass viel Dreck verschwindet, aber was soll man machen? Da können wir jetzt unsere Basis hinbauen, richtig? Ah, in 16 Sekunden. Brauchen jetzt ein bisschen Soldaten da unten. Ich muss jetzt hier hinsetzen. Und zwar tun wir die hier raus. Genau, macht alles kaputt. Wir gehen nochmal hier gucken. Auf geht's. Das ist ein Schildgenerator, geht's ja noch weiter. Das ist auch nochmal irgendwas. Auf geht's. Entschuldigung. Basis wird weil da stehen ja jetzt die da, dann können die auch da bleiben. Basis wird angegriffen. Oh shit, oh, 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 das sind voll die Großen auch. Kann losgehen. Müssen wir aber jetzt hier mal nachrüsten. Dass ich wenigstens einen habe. Okay. Müssen wir durchlaufen, richtig? Jetzt müssen wir erstmal hier warten. Feindlicher Angriff. Ja, und hier müssen wir die Stellung halten. Wart auf Befehle. Wart auf Befehle. 500 kostet das. Okay. Kann losgehen. Ja, Sir. Geschütz vollständig. Okay, jetzt haben wir jetzt noch ein paar Geschütze gebaut. Können wir die aufwerten? Railgun, erweitert das Geschütz um einen zusätzlichen Fahrzeugabwehr. Erweitert Geschütz um einen zusätzlichen Flugabwehr. Turm? Die Frage, wie weit die schießen. Machen wir mal so. So, und die gehen mal hier zuerst gucken. Die sind ja hier gesichert. Geschütz aufgerüstet. Auf geht's. Schicken wir uns rein. Wir hatten die Stellung. Geschütz aufgerüstet.
Wie sehen die Geschütze jetzt aus? Oh Leute, ich muss hier erstmal aufhören, tut mir leid. Ja, ich muss mich ein bisschen zeitlich echt hier ranhalten, gerade am Anfang. Wir sehen uns wieder bei vielen weiteren Folgen von Halo Wars. Bitte, wie findet ihr das neue Projekt? Bitte da euren Senf in die Kommentare, wie immer. Also, bis dahin, haut rein. Und falls ihr neu dabei seid, überlegt doch mal zu abonnieren oder lasst einen Daumen da. Kommentiert mal bitte und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute. Ständig.